Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Mein Name ist Mark Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Gameplay. Wieder zurück auf den Pfad. Wir sind immer noch auf dem Weg. Ich zeige es mal kurz auf der Karte hier, damit wir wissen, um was es in dieser Folge wieder geht. Hier, bring das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Ja, ich hoffe, wir kriegen das hin, weil nicht, dass doch diese High-Level-Wiederaufgabe ist, wie in den Ruinen der Zwergenschmiede da. Oder Zwergenruinen, würde ich sagen. Ne? Deswegen bin ich noch guter Dinge. Ja, ich bin noch guter Dinge, würde ich sagen. So, dann gehen wir mal da runter und checken mal die Lage. So. Ah, da ist ein Bock. Wir können Bock schießen. Ah, warte. Da ist einer. Ach, der ist leider weg. Der ist leider weg. Na, so schnell war der. Ich hab gedacht, ich hätte ihn erwischt. Aber war wohl nichts. Oh, hier ist ein Haus. Hier in den verlassenen Wäldern. Ist ein Haus. Ein brennendes Haus. Es wurde ausgeraubt. Oh nein. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja was. Irgendwelche Hinweise. Irgendwas. Warum ist das denn hier? Oh, eine Leiche. Durchsuchen. Verbrannte Leiche. Ist leider leer. Ne? Das Bett brennt auch. Wir können es nicht benutzen. Sonst hätten wir ein Nickerchen erstmal hier gehalten. Im Kamin ist noch Feuer. Ah, so, aber warum haben sie denn das verbrannt? Was ist denn hier passiert? Sitzen im Stuhl. Guck mal, was für ein Ausblick hier. Wenn du jetzt hier sitzen würdest. Mashallah. Oh Mann, du guckst so und du siehst dann den Berg vor dir. Und den Himmel. Und sagst, oh Allah. Sollen die verbrennen, die mein Haus verbrannt haben? So. Na. Aber ist leider nichts. Oh, doch, hier. Kleidung. Haben wir mitgenommen. Hut. Spezialhut. Oh, 58 Gold. Hat sich doch gelohnt, siehste. Das habe ich nicht gesehen, wo ich hier drin war. Habe ich wieder Tomaten auf den Augen gehabt oder was? So, jetzt gehen wir mal weiter hier. Oh, herrlich. Es ist eiskalt. Bitter. Bitter kalt hier, da. Und wir sind auf dem Pfad, warte mal. Hör ich da Wasser? Und Vögel? Vögelgezwitscher. So, okay. Dann lass uns mal da entlang laufen. Vielleicht erwischen wir jemanden. So, warte mal. Da läuft doch jemand. Nicht, dass das Räuber sind hier. Na, na, na. Dass sie den Haus, das Haus da verbrannt haben. Oh, ich wurde schon gesehen. Zu spät. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, ich muss hier meinen Adonagen herbeirufen, sonst bin ich verloren. So, hier, bitteschön. So, und dann geht's mal hier richtig jetzt hier mit der, mit meinen Zweihänder. So, jetzt habt ihr mich echt wütend gemacht. Ah, so, ich hab so getan, als hätte ich... Adonash, ich danke dir. Du warst meine Rettung. So, die hätte ich aber auch alle fertig gemacht, ey. Aber ich wollte nicht, ja, Leute, ich wollte das nicht. Okay. Beruhigt euch mal wieder. So ist eine. Und da haben wir auch noch ein Pflänzchen. Wo ist denn der andere denn hin? Wo hast du den hingeschickt, ey? Hier ist auch noch mal ein Pflänzchen. Nee. Wo hast du den hingeschickt? Eins, zwei. Und der dritte? Die dritte Leiche, wo ist sie denn hin? Hä? Die war doch auch hier. Todesglockenblume. Todesglockenblume. Okay. Was für ein Mond. Nee.
Die hat er irgendwie weggepustet, aber wohin weiß ich nicht. Ah ja, egal. Schade eigentlich. Hätte ich gerne noch ihre Sachen mitgenommen. Aber so ist es halt. So, es waren nämlich drei. Und die kamen von hier. Oder hier war ihr Lager. Und die haben mich trotzdem gesehen. Und obwohl ich mich gut versteckt habe. Ustergraf entdeckt. Ustergraf. Oh, ist wieder so eine Stätte. Schlafen. Und wir schlafen mal ein bisschen, ruhen uns aus, tanken ein bisschen Kraft, ne, damit das wieder genauso volle Pulle vorausgeht, ne. So, haben wir gemacht. Da ist der eine. Durchsuchen den Banditen. Banditos. Banditos. Schöne Axt, die nehmen wir mit. Aber hier so eine Truhe oder so haben sie nicht hier gelassen, ne. So, warte mal. Wir gehen mal hier rein. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Pflänzchen, die wir mitnehmen können. Im See ist da irgendwas Spezielles? Da ist auch noch mal was da hinten. Ja. Oh, ist ja schön herrlich, diese Geräuschkulisse, ne? Kulisse. Heilung. Hellsehen, nein. Flammen, wo habe ich denn meine Fallmeerbogen? Nein, Fackel da. Wir müssen mal alles verkaufen, wenn wir mal dann so weit sind. Ah, sind wir denn jetzt hier? Ach, da ist schon unsere Höhle. Das ist unsere Fahrt. Wir müssen ihn in Besitz bringen, haben wir gesagt, den Horn. Ah, nach so langem Laufen und ewig hin und her. Ich weiß zwar nicht, wo mein Pferd ist. Oh, Entschuldigung, liebe Leute. Aber hier ist noch ein Bandit. Gold, ein bisschen was hier. Hat ja nichts Besonderes eigentlich, ne? Hier die Truhe von denen. Dietrich, Gold, kleiner Seelenstein, Zaubertrank mit starkem Magicka. Okay, sehr schön. Und wir mal hier die Fässer durchsuchen. Hier, den Sack, fünf Kartoffeln. Ah, Lavendel. Und was ist das? Bisschen Tomaten, da ist was runtergefallen. Hier, nehme Skoma. Skoma. Habibi, ohne Skoma geht's nicht. So, und was haben wir denn hier? Salz, natürlich hier. Wenn wir mal schön Harira kochen wollen. Oder Fisa. Dann machen wir richtig schön lecker Salznei mit Tomaten. So. Ist das. Wo sind wir denn hier bloß gelandet, du? Krug, nee, den brauche ich nicht. Was ist denn hier passiert? Der Bandit, die sind alle tot, die Banditen. Irgendwas muss passiert sein hier. Was ganz Gefährliches. Oder jemand war schon vor uns hier. Ich kann es dir nicht sagen. Wir gehen mal langsam. Schritt für Schritt. Ohne gleich die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Da ist einer. Siehst du, die kämpfen da hinten. Lass sie ruhig kämpfen. Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihnen helfen. Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig. Okay, da sind zwei Stück. Und noch einer. Willensschwaches Gesindel. Selbst tot sind sie praktisch nutzlos. Okay. Wer sind diese zwei? Wer sind diese zwei? Sie scheinen jedes Mal, wenn ihr sie wieder aufleben lasst, etwas dümmer zu werden. Falls das überhaupt möglich ist. Solange sie eine Spitzhacke schwingen können, wo ich es ihnen sage, sind sie für uns klug genug. Habt ihr gehört? Die anderen müssen etwas gefunden haben. Wir lauschen mal dem Gespräch. Ansehen. Die hier können für ein paar Minuten auf sich selbst aufpassen. Okay. Sie laufen los. Gut, wir lassen sie erstmal loslaufen. Weil wir wissen nicht, wie stark sie sind. Und folgen ihnen gleich. So, was haben wir denn hier? Ein Zaubertrank? Wundertrunk des der Veränderung. Ach, du Alter. Altes Nordschild. Hützke, Wützke, Mützke hier. Na, so. Na, das ist hier zu, da geht's ja nicht weiter hier. In der Vase ist auch nichts drin. Und hier?
Haben sie irgendwas hier hinterlegt? Nein. Was versteckt auch nicht. Es gibt nichts hier. Wir müssen hier runter. So, wir haben hier. Hier haben wir nochmal was. Warte mal. Aber da ist nichts drin. Hier. Gehen wir mal hier hoch. In diesen versteckten Dings gibt es manchmal in den versteckten Winkeln im Spiel gibt es durchaus Möglichkeiten, Sachen zu finden, die du normalerweise nicht so finden würdest, ne? So, im Fass. Kaniswurzel. Oh, das ist mir aber unbekannt, ey. Oh, das muss eine ganz spezielle Wurzel sein, die nicht überall zu kriegen ist. Nehmen, Brot natürlich. Den Schädel brauchen wir nicht. Hier, da das Schwert. Kürbis haben wir mitgenommen. Lesen, Band 1. Pala. Ich erinnere mich noch gut daran, diesen Namen zum ersten Mal gehört zu haben, vor gar nicht allzu langer Zeit. Es war während eines Geschichten bei Verzeichnis Ball auf einem äußerst feinen Landgut westlich von mir. Kurup, zu dem an sich und die anderen Schüler der Magiergilde unerwartet eingeladen hatten. Ehrlich gesagt, wir hätten nicht zu überrascht sein müssen. Es gab nur wenig andere Adelsfamilien. In mir, Kurup, die Region sah ihre glücklichen Tage als Urlaubsort der Reichen vor langer Zeit in der zweiten Ära und bei weiterem Nachdenken war es nur angemessen, Hexenmeister und Zauberer zu einem übernatürlichen Feiertag einzuladen. Nicht, dass wir etwas exotischeres waren, Schüler eines kleinen, weniger exklusiven Verbindungshaus der Gilde, aber wie ich bereits erwähnte, fehlte es an anderen potenziellen Gästen. Fast ein Jahr lang kannte ich keine andere Heimat als das recht baufällige, weit verstreut liegende Gelände der Magiergilde von mir. Korup. Meine einzigen Gefährten waren die anderen Schüler, von denen mich die meisten nur duldeten und die Meister, deren Bitterkeit darüber, in einer provinziellen Gilde lehren zu müssen, sie zu nie enden wollenden Quälereien provozierte. Die Schule der Illusion hatte mich augenblicklich gereizt. Der zuständige Meister erkannte in mir einen gelehrigen Schüler, der nicht nur die Zaubersprüche dieser Wissenschaft liebte, sondern auch ihre philosophischen Grundlagen. Etwas an der Idee, die unsichtbaren Energien des Lichtes, der Geräusche und des Verstandes zu verändern, sprach mein Innerstes an. Ich war weder an den protzigen Schulen der Zerstörung und Veränderung noch an den heiligen Schulen der Wiederherstellung und Beschwörung, den praktischen Schulen der Alchemie und Verzauberung oder an der chaotischen Schule der Mystik interessiert. Nein, für mich gab es nichts Besseres, als ein gewöhnliches Objekt zu nehmen und es mit Hilfe von ein wenig Magie als etwas erscheinen zu lassen, das es nicht war. Ich benötigte mehr Vorstellungskraft, als ich besaß, um diese Philosophie auch auf mein eintöniges Leben anzuwenden. Nach dem Morgenunterricht bekamen wir Aufgaben, die wir von dem Abendunterricht erledigen mussten. Meine Aufgabe war, das Arbeitszimmer eines kürzlich verstorbenen Gildenmitgliedes auszuräumen und sein Durcheinander an Zauberbüchern, Verzauberungen und Erstdrucken zu katalogisieren. Es war eine langweilige und einsame Pflicht. Magister Tendexus war ein unverbesserlicher Sammler wertlosen Plunders gewesen. Aber jedes Mal, wenn ich etwas von auch noch so geringem Wert wegwarf, bekam ich einen Verweis. Allmählich lernte ich, jedes Stück seiner Habseligkeiten in der dazu passenden Abteilung abzugeben. Heiltränke zu den Magistern, der Wiederherstellung Bücher über physische Phänomene zu den Magistern, die Veränderungskräuter zu den Mineralien, zu den Alchemisten und Seelensteine und beschworenen Gegenstände zu den Beschwörern.
Nach einer Lieferung für die Beschwörer entfernte ich mich gerade wieder mit dem üblichen Mangel an Dank als Magister, etlich mich zurück zu... Junge, sagte der Begleiter, Magister Edler mich zurückrief. Junge, sagte der Begleiter, alter Mann, und gab mir einen Gegenstand zurück. Zerstört dies. Es war eine kleine schwarze Scheibe mit Drohnen und einen Ring aus orange-roten Edelsteinen, die den Rand wie Knochen umkreisten. Es tut mir leid, Magister, stammelte ich. Ich dachte, es wäre für euch von Interesse. Bringt es zu der großen Flamme und zerstört es, bellte er und kehrte mir seinen Rücken zu. Ihr habt es nie hierher gebracht. Mein Interesse war geregt, denn jetzt kannte ich den einzigen Gegenstand, der ihn so reagieren ließ. Totenbeschwörungen. Ich ging zurück in Magister Tindixus Kammer und blätterte durch seine Aufzeichnung, um nach einem Hinweis auf die Scheibe zu suchen. Leider waren die meisten Notizen in einem seltsamen Code verfasst, den ich nicht entziffern konnte. Ich war von diesem Geheimnis so fasziniert, dass ich fast zu meinem Abendunterricht der Verzauberung mein Magister älter höchstpersönlich zu spät gekommen wäre. Während der nächsten Woche teilte ich meine Zeit auf. Die eine Hälfte verbrachte ich mit der Katalogisierung des allgemeinen Plunders und dessen Zustellung. In der anderen Hälfte stellte ich Nachforschungen über die Scheibe an. Ich erkannte allmählich, dass mein Instinkt richtig gewesen war. Die Scheibe war ein authentisches Artefakt der Totenbeschwörung. Obwohl ich die meisten Notizen des Magisters nicht verstand, stellte ich doch fest, dass der sie für ein Mittel hielt, eine geliebte Person aus dem Grab aufstehen zu lassen. Traurigerweise war die Kammer irgendwann ausgeräumt und alle Gegenstände katalogisiert. Mir wurde eine andere Aufgabe zugeteilt, nämlich in den Stelen der Gildenmenagie auszuhelfen. Wenigstens arbeite ich mit einigen der anderen Schüler zusammen und hatte die Möglichkeit, das gemeine Volk und die Adligen zu treffen, die aus unterschiedlichen Gründen zur Gilde kamen. Derart war ich also beschäftigt, als wir alle zum Geschichten bei Kerzenscheinball eingeladen wurden. Als ob der Abend an sich noch nicht lang zu voll... Hör mal, wie viele Seiten gehen da denn noch hier? Willi, 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 Willi. Hör mal, da bin ich noch. Das Buch lese ich das nächste Mal. Liebe Leute, das ist mir zu viel. Ich habe gedacht, das ist eine Kurzgeschichte. Parler Band 1, okay, merke ich mir. Und das hier? Verfasse unbekannt. Die Ware waren es ja Band 3. Okay. Okay, wir laufen mal weiter jetzt. Wir laufen mal weiter. Hier in die Truhe haben wir noch nicht reingeguckt. 18 Gold, 10 Stein, das, alles klar. Jetzt ist die Flamme erlischt. Fackel her. Wir brauchen eine neue Fackel. Oh, da hat er den umgebracht hier. Oh, da wirkt irgendwas noch auf ihn, diese Magie. Schau mal her. Banditen Gesetzloser. Ich hoffe, der steht nicht nochmal auf, du, ja. Gib die Axt her, du brauchst nicht mehr arbeiten. Hier diese alten Gräber, guck dir das mal an, ja. Ja. Okay. Und dann hat er noch einen getötet, warte mal. Gucken wir mal hier hinter, ob wir was finden eventuell. Nein, hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal hier hin. Da. Den hat er auch nochmal eine Axt in die Hand gedrückt. Okay. Und dann sind sie jetzt durchgelaufen Richtung... Wir wollen die jetzt nicht überraschen. Warte mal. Der eine ist tot. Der eine ist tot, warte mal. Ich weiß nicht... Deswegen kriege Axt. Okay, haben wir in der Hand zwei, nix.
Was? Oh, oh. Nein, der hat mich gesehen. Hier drüben. Oh, nein, nein. Drei. Zu dritt habe ich keine Chance. Hab ich keine Chance. Also, sie sind uns zuvor gekommen. Oh, die sind zu dritt und haben noch einen Adonagen. Wie wollen wir denn das jetzt anstellen da? Zurück können wir nicht mehr. Und wir müssen das Horn holen. Was haben wir denn da für Waffen? Zweihänder. Okay, Zweihänder. Wir holen unseren Adonagen. Oh, wo bist du denn da, Adonage? Haben wir noch... Okay, Adonage. Dann haben wir noch unseren Zweihänder. Heilung, Zweihänder, warte mal. Zwergenschild. Wirbelwind, Sprint, nein. Wir nehmen mal den. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir können abspeichern. Super, ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht, du. Weil die kam mir schon stark vor. Ah, so. Hier, Feuermagier. Bärenklauen hat er. Was hat er denn? Dedra-Herz. Was macht er mit dem Dedra-Herz, du? Rohe Zerstörung, Stiefel. Das ist eine Sie. Nordranke, was ist denn das denn? Das habe ich noch nicht gesehen, da. Stiefel. Okay, wir haben das geschafft. Adonage, ich danke dir für deine Power. Ja, warte mal, warte mal. Hey, haben wir noch mal, haben wir auch noch mal einen? Nordman. Okay. Wir können richtig Kohle machen, wenn wir mal in der Stadt sind. Oh, da sind sie noch. Da sind sie noch, okay. Wir haben da Zaubertränke, alles da. Okay, wir gehen nochmal hier. Holen unseren Adonage raus. Wir gehen nochmal hier. So. Okay. Und. Das heißt jetzt. Voller Angriff, Adonage, ne? Wir greifen an. Komm. Okay. Zerstör die. Da, ich hole ihn mir. Okay, da bist du. Ja. Ach so. So, hier. Nein, ich lasse mich nicht von dir töten. Warte. Okay, warte, warte mal. Zaubertränke schnell. So ein Zaubertrank, so einen kleinen Heiltrank hier. Zauber, Zauber, Zauber. Gegen. Ach komm schon, wo bist du denn? Ach, ess einfach irgendwas, ist doch egal. So, ein bisschen irgendetwas, so ein bisschen hier. Von allem etwas. So, okay. Ja, Hand ab. Und nochmal. Und zack hier. Fertig. Gute Nacht. Du wolltest mich töten. Hast vergessen. Hier bin ich durchgelaufen. Genau. Wir nehmen alles mit. Hier haben wir noch Getränke. Fackel. Wir brauchen jetzt die Fackel. Fackel da. So, Hand weg. So, das.
das, das und das. War da noch irgendwas dahinter? Nee, da ist nichts mehr. So. Den können wir noch mitnehmen. Haben wir durchsucht. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Der ist leer. Der ist auch leer. Wo ist er denn hin? Wo bist du denn hin? Was ist denn das hier alles hier? Ist leer, leer, ohne, voll, leer, leer, leer. Ah, da haben wir doch das gute Zeug, du. So, was ist denn das hier, ein Fetzen, irgendwas, ne, ist auch leer. Ist irgendwas hier Besonderes? Ne, na, nur die Truhe. Und, da haben wir nochmal 5 Gold. Und in der Truhe 7, Zaubertrank der geringen Magiker, starke Heilung. Sehr gut, Heiltrank. So, warte mal. Jetzt waren wir da. Und hier, das sind kaputte Bücher. Das ist alles 3 Gold. Da ist auch noch ein bisschen Gold. Hier diese Wurzel, Kaniswurzel, ne? Ist eigentlich, ohne, da ist auch noch was drin. 8 Gold, Zaubertrank. Leer, 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 leer. Ohne. Okay. Leer. Noch ein Zaubertrank. Haben wir noch was hier? Nein, da ist leider nichts mehr. So. Leer. Ohne. Ohne. Ach, sehr gut. Alles leer. Alles weggefegt. So, da muss auch noch was drin sein. Hier ist ein tolles Buch. Das Geheimnis von Prinzessin Talara Band 2. Wiederherstellungsverbessert. Oh. Erstmal gucken, wie viele Seiten das hat. Also, wir können uns da wirklich richtig kaputt lesen. Ah, sehr schön, aber ist einfach zu viel für mich. Ich bin nicht so belesen, würde ich sagen. Nee. Hier wurde mal was zugemauert. Okay, hier auch. Hier, was ist, soll das denn sein? Komisch. I don't know. Kapieren tue ich das nicht. Okay. Muss ich auch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Also, wir waren hier, sind da durchgelaufen, dann waren wir hier überall, das haben wir alles. Hier drin waren wir noch nicht, das ist aber zu. Da kommst du nicht hin. Hier ist der andere Vogel. So. Da ist diese Nordman-Leiche, die ich getötet habe. Okay, wir kommen der Sache näher jetzt. Hier ist nochmal ein Geldbeutel mit 5 Gold. Da können wir nochmal runter. So. Aber ich glaube, wir haben die alle besiegt. Da hat aber jemand sein Geld vergessen. Eieieiei. So, her damit. Sehr schön. Was soll ich mit dem Korb? Da unten ist was versteckt. Nimm mal den Korb weg da. Alter Nord. Zweihänder. Alter Nord, Zweihänder. Ich hab gedacht, die haben da mal eine tolle Waffe versteckt, aber nix. Kommt ihr mir mit so einem alten Nordteil? Also, liebe Leute, ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.